willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland. Moin Leute! Moin! Moin! Moin. Gut, Herr Krüger? Ja? Helfen Sie eigentlich mit? Ich dachte, Sie sollen Ihre Fahrzeuge warten. Ah ja, das ist viel besser, machen. Das ist viel besser, das machen Sie mal. Alles, was hier auf dem Hof steht, oder wie schaut es aus? Alles tut die Kompletti. Ja, wird gemacht. Gut, danke schön. Auf geht's. Dann. So, was hat man gesagt? Wer fährt mit wem? Wie? Ja, mit Tatra. So. Ich fahre mit dem MAN. Dann setze ich mich beim MAN auf die Seite. Jo. Ja, jeder weiß noch, wo er hin muss dann, oder? Ja. Wir können es ganz einfach erstmal machen und erstmal komplett immer zum Hof einlagern. Ja, die Produktion wäre wichtig. Egal, ab die Luzi. Erstmal los. Hast du vor, Stefan? Ja. Warte mal kurz. Also, auf geht's. So. Bin ich mal gespannt, wie viel Elefantengras hier runterkommt von dem Feld. Ja. Denk an den Blitzer. War zu spät, ne? Nee. Du fährst nur auf der falschen Seite, wir sind in der Schweiz, nicht in Deutschland. nicht in England. Ah oh, ja. Na, super Tag, super Wetter erwischt, ne? Ja. Noch ein Blitzer. Gut, ich spring mal aus. Manuel, möchtest du anfangen oder? Ja, warte, da muss ich anders mich positionieren. Falsche Dinge dran gemacht. Ja. Nee. Klingelingeling. Ja, Landmaschinenhändler, Lohnunternehmen, Maschinenhändler Krüger. Guten Tag. Hey Krüger. Was haben Sie da gemacht? Wegen? Da ist das falsche Ding am Häcksler. Wie das falsche Ding am Häcksler? Na vorne, das Ding da. Geht das damit nicht? Teil. Geht das damit nicht? Nee. Das häckselt mir nur das Gras weg. Offensichtlich kommt gerade rüber. Ja. Ja, wir müssen kurz warten, der Kunde kommt vorbei. Ja.
Das Gras kannst du mal irgendwo. Fass mal zum Viehhändler kurz rüber. Ich hab gar nichts geladen. Nichts? Jetzt dauert das natürlich länger, ihr. Ey, das ist noch im Wachstum. Hä? Nee. Ah, das ist fertig. Jetzt nicht mehr. Wackelkontakt. Bei meinem Tablet. Bei meinem Messgerät, so. Aber was ist das für eine alte Scheune da? Oha! Was denn jetzt? Ah, die kommt. Servus. 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 Spring mal rein, guck mal, ob es bei dir geht. Ich meine nur für Elefantengras, oder? Ja. Geht es damit echt nicht? Nee. Was ist denn das für ein Ding vorne dran? Meine ist so ein wahrscheinlich von Grä. So ein Teil, so ein richtiges für Dings da. Nicht von mir ein so ein. Achtung! So ein Creeper-Dingens-Teil. Das Elefantengras sieht aus wie so. Ach, wie heißt denn das? So Seedinger, wo oben so einen Kolben haben. Moment. Das ist 360 plus oder 390 plus bräuchte ich. Das stimmt. Das ist kein Problem. Dreh mal hin. Jo. Wie schnell. Könnten Sie schon mal hochfahren mit dem Häcksler, dem Händler? Ja, ich. Auf dem Tieflader, oder? Ja. Ja. Geht schneller. Geht schneller. Achtung. Ja, weiter. Stopp. Was? Jo. Sieht man gar nicht. So grün ist der Tieflader wie das Gras. Kannst du mal den Häcksler drauf machen? Moment. Das waren wir jetzt kurz hier. Bring den später weg. Jo. Für den Rückweg nehmen Sie den Tatra von mir. Nee, Quatsch, Sie nehmen. Wir tauschen die Tatras schnell. Ja, nehmen Sie doch kurz den Tatra, ist doch kein Problem. Also. Ich warte so lange. Nee, nehmen Sie Ihren. Sie können zurück, ja, und ich so. Wir nehmen unseren. Spring rein. Tschüss. Ihre Werkstatt ist doch da, wo der Hochdruckreiniger steht, oder? Ja. Muss ich da noch mal schauen.
Den habe ich den jetzt schon dran, oder? Ein langes Teil. Draufstehen. Ein langes Teil. Ja, warte mal, den kann man ein bisschen einfahren, glaube ich. So, dann gucken wir mal. Ich dachte, der hätte Ahnung. Muss die kurz telefonieren. Ja, alles gut. Mit dem Stefan. Ich hatte das richtige Ding jetzt bestellt. Ja, hoffentlich, ja. Oh. Ja, es sieht gut aus. Ja. Fahr ihn gerade vorwärts dann drauf. Was? Fahr ihn dann vorwärts drauf. Ja. So. Heb das Ding mal an. Hab ich ja. Ach so. Okay. Kann nicht mehr. Ja, weil das ein Rad dran hat, ist okay. Noch ziehen. Ja. Gucken wir mal, ob das passt. Ja. Sehr knapp. Oder? Geht. Oh, dann spring rein. Zieh noch mal ein bisschen raus. Nur ein bisschen. Yo. Jetzt warte, ich fahr schon richtig hin nochmal. Ja, so. Heps. Ja. Nein, so. Schon wieder ein Haufen Zeit ins Land gegangen, ohne dass was passiert ist. Ja. Das ist nur, weil der nicht weiß, wie seine Maschinen funktionieren. So was schimpft sich Lohnunternehmen.
Was hat er denn jetzt dran gemacht? Das große oder das kleine? Ich glaube, das ist das kleine, oder? Ja, das reicht aber. Zeit ist Geld. Meine anderen Felder sind auch schon reif. Auch, auch schon Elefantengras. Oder? Ah. Also dann gesät auf den anderen Feldern von dir? Ich weiß gar nicht mehr. Dinkel oder so. Oder Roggen. Ah. Kann man schon wieder dreschen. Dinkel, glaube ich. Wenn du Hilfe brauchst, ich komme immer, gerne. Wenn du gut bezahlst, dann schon. Wieso bezahlen? Ha? Wieso bezahlen? Bist doch beim Stefan angestellt. Ich. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich habe mit dem Bürgermeister geredet. Er ist ein Hof frei geworden. Da war ein Schild. Ja, und jetzt hast du da einen eigenen Hof oder was? Ja. Den neben dem Shop. Ja, okay. Weißt du, wie man sich so einen Hof aufbaut? Wer? Ja, sie. Ich? Ja, das ist schon eine Weile her. Wow. Das ist aber wieder Dreck auf der Straße. Mann, es steht eh schon der Stefan. Wahrscheinlich. Jo, lassen Sie mich mal aussteigen. Ich dachte eigentlich, dass wir per Du sind. Was? Ich dachte, wir sind per Du. Ja. Stefan. Jo. Kannst du mal zu mir an den Hof und den Drescher holen? Und dann auf dem 100. Auf der 109 schon anfangen zu dreschen? Ja, soll ich hier den ML gleich mitnehmen? Würde ich stehen lassen. Achso, warte mal, du brauchst mal einen Anhänger. Ja, dann können wir von dir hier einen Anhänger nehmen. Also jetzt einen Anhänger hier lassen. Ja, am besten das Gespann hier lassen. Und den Drescher holen. Du sagst dem Krüger, der soll den Drescher schnell mal fertig machen. Okay. Warte mal, ist der? Ne, warte mal, der Drescher ist doch. Warte mal. Ich muss kurz telefonieren. Klingelingeling. Diesel. Yo, hast du noch meinen Drescher? Ja, ich bin gerade auf dem Weg damit zu deinem Hof. Nee, dann kommst bitte zur. Was ist denn das für ein Feld? 109. Okay. Weil da müssen wir dreschen. Hast du ja Zeit? Nee, ich muss ein bisschen verkaufen fahren gleich. Und dann muss ich noch mein Feld wieder bestellen. Ein Hoch auf die Agrargenossenschaft, ne? Ja, nur halt, sonst wird sich wieder beschwert, dass mein Feld wieder leer steht, weißt du? Ja. So wie ich hier gerade im Computer sehe, braucht dann Drescher erstmal einen Service. Mit Schneidwerk. Ja, das ist eben ein Ding. Achso, dann kannst du dann kurz beim Hof vorbeifahren, weil der ja. Krüger ist da am Dingsen. Reparieren, Service machen. Ja, kein Problem. Und danach zu mir an die 109. Alles klar. Kann ich danach den LKW ausleihen? Welchen? Dein Tatra mit dem großen Anhänger? Oder ist er gerade im Gebrauch? Wir sind jetzt gerade am Häckseln. Alles klar. Ist komisch. Wo meldest du dich dann? Also bist du ja dann gleich nebenan. Jo.
Bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao. Ja, mir geht das nicht mehr. Fahr mal näher ran. Hier. Warte, tu dein Rohr mal wieder ein- und ausfahren. Das hilft immer. Ah, jetzt. Ja, manchmal, wenn Gras drin ist, dann verstopft. Ja, wie schnell fährst du? 10. 10. Und 3. Oh, und da? Warte. Oh, bleib mal stehen, da kommt einer hinter uns her. Ich hab keine Zeit, ich muss fahren. Warte mal, ich hatte mit dem was gesprochen. Ja, was ist los? Was ist mit der Schau? Achso, der Diesel fährt ihn jetzt an den Hof, dann wird er repariert. Und dann bringt er ihn ans Feld. Okay. Wir wollten auch einen LKW ausleihen, aber die brauchen wir jetzt selber beide. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das machen. Aber ich muss jetzt mal weiter. Jo. Also der kommt an Feld 109. Jo. Junge, wo bleibst du? So, liebe Leute, aber wir sind jetzt schon wieder viel zu lang in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Viel Chaos wird morgen hoffentlich besser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.